Ja, ich richte mich auf, lasse meinen Zigarrenschell, der mittlerweile weggebrannt ist, auf den Boden fallen und trete da nochmal drauf und lege meine beiden Hände auf den Balistrinas an meinen Hüftköchern. Bis dahin und nicht weiter. Ah, sie scheinen dich wohl zu verstehen und bleiben dann, ah, du würdest sagen, grob 5 Meter vor dir stehen. Ja, gut, wir verstehen uns also. Da haben wir wenigstens ein Problem aus dem Weg geschafft. Was wollt ihr? Du siehst aus, als ob du Geld hättest. Ach, ich glaube, ihr denkt hier gerade falsch. Hier gibt es nur eine Sache zu holen und das ist sicherlich nicht Geld. Und das wollt ihr nicht haben. Weil ich gutherzig bin, gebe ich euch die Möglichkeit. Geht einfach weiter und wir vergessen, dass wir uns hier getroffen haben. Währenddessen kannst du es platschen hören, dann siehst du, wie Orech wieder mit einem großen Beutel wieder nach draußen kommt. So ein kleiner Kartoffelsack oder Bontoffelsack, würdest du sagen. Ich hab euer Drogen. Ich brauch das Geld von euch. Gehören die da zu dir? Wer? Oh. Er lässt den Sack fallen, dreht sich um und läuft weg. Ulrike, nimm mal den Sack. Wir haben gerade Drogen für Lau bekommen. Das... Bist du dir sicher? Ob wir den Sack haben wollen? Naja, wir wissen ja nicht, was drin ist. Na gut. Sie geht langsam und vorsichtig auf den Beutel zu, wie er da ungefähr 4-5 Meter neben dir fallen gelassen worden ist. Und während sie sich bückt, würfel eine Initiative. Alles klar. Du kannst Kinder sehen, schon deiner Frau letztens auch gehört. Du kannst sehen, wie die Mannwidder und die Ferkiner Hörner sprießen aus ihren Köpfen heraus. 2 Stück, ihnen wachsen lange Ohren. Und du kannst sehen, wie ihnen Fell wächst, viel Fell. Ja, ich brauchte kurz einen Augenblick, um durchzuatmen. Ja, das ist... Okay, Initiative. Lass dich nicht beißen. Noch einen Pakt kriegst du nicht. Du bist ja jetzt immun gegen Lykanthropie. Wenn's denn also, sicher? Also ich meine, wenn Blackadder keinen Werorker wollte, dann will er bestimmt auch keinen Werwitter. Also soll er da mal was dagegen machen. Okay, du bist immun gegen Lykanthropie, aber was ist mit super Lykanthropie? Es gibt immer noch mehr Kreise, die man tiefer gehen kann. Das ist doch kein Problem. Gut, du hast eine Initiative gewürfelt, 21. Meine ist höher. Nicht 2, sondern die 1. Lassen Sie sich nicht stören. Achten Sie nicht auf den Mann hinter dem Vorhang. Ich muss ihn dann würfeln, oder? Polita würfelt nicht. Ach, die hatten eine automatische. Bin ich von 30. Okay. Kilevatan. Sie wachsen übrigens auch so grob auf 2,60 Meter bis 3 Meter an. Also, sie sind größer als Raphim, während sie ihre Köpfe etwas weiter nach vorne zum Rammen auf dich ansetzen. Und ich möchte, dass ihr alle kurz darüber nachdenkt, wie hoch ein 3-Meter-Brett ist. Ja, also mein Leben zieht gerade an mir vorbei. So hoch sind die Mistkerle. Komm, dein Licht, du hast einen Blackeratzpack, du klatscht die jetzt weg. So. Du hast gute Packgeschenke genommen. Deine Initiative ist 21, ihre Initiative ist, ich handle die beide auf der 22 ab. Die haben nicht gut gewürfelt, aber sind höher auf dir. Ich nehme die 1 für beide. Ich nehme die 3 für Hippolyta, dann ist die auch irgendwo bei der 21. Es ist immer gerade nice, abgebeugt. Eine echt nice Karte. Ja, weißt du was? Ich zieh vor, weil du hast eine Balestrine und ich fange mit dem Sturmangriff an, und zwar 2 Stück. Ich habe 5 Meter Abstand, das reicht, und damit Sturmangriff. Ja. 20. Der erste. Ja, mache ich auf alle Fälle. Mannwidder können auch. Nee, das ist kein Patzer. Mannwidder können auch patzen, weil sie keine Dämonen sind, sondern nur Daimonoide. Daimonide. Er patzt nicht, er läuft so ein bisschen auf dich zu, hat seinen Kopf gesenkt und will dich aufspießen. Du kannst dann vorbeitänzeln und dann kannst du sehen, wie der nächste Kopf direkt auf dich zukommt und dir direkt in die Magenkuhle rammt. Hier steht allerdings vorher das hier schon mal zu.
Ja, erst einmal würde ich genau den Passierschlag machen. Mhm. Womit? Mit meinem Fuß. Ich trete dem jetzt ins Gesicht. Oder besser gesagt, ich trete dem. Mit Hurosat. Ich sage mir eine Ansage von 4 ein, damit er einen Wurf verwechseln kann. Mhm. Denkst du, das Treten über Gürtellinie nicht irgendwie erschwert? Nein, das ist nicht. Aber weil ich ja keine Ansage mache. Achso, ja, okay, ich kann keine Ansage machen, weil es ein Passierschlag ist. Ich muss ganz normal würfeln, aber dennoch Hurosat. Oh, so knapp. Mhm. Dann machst du Schaden an dem ersten. Ich mache Schaden, das sind 2W6. Und außerdem der rammt neben dir irgendwie so Heuballen oder sowas ist das. Außerdem verliert der Halunke 1W6 in ihm. Das ist hier leider wichtig. Ja, dann geht er runter auf, wofür man W6? Ich mach das gerade mal. 2, dann geht er runter von der 22 und die 20 ist somit in der Initiative unter dir. Sehr gut. Alle sehr nah beieinander. Okay, aber der andere wird treffen und dem versuche ich mal auszuweichen. Mhm. Was mir mit der, wenn das durch Distanzklasse sogar gelingen würde, dementsprechend bin ich dem Sturmangriff ausgewichen. Die haben beide ihre Aktion benutzt für Sturmangriffe. Ich bin dran und habe noch eine Aktion. Du bist frei ausgewichen oder ausgewichen? Ich bin gezielt ausgewichen. Du bist gezielt ausgewichen, alles klar. Dann darfst du handeln. Sie sind jetzt in deinem Rücken. Du müsstest dich also umdrehen mit deiner Aktionsposition. Oder weglaufen. Konnte ich einschätzen, wie schnell die waren? Also wie schnell die auf mich zukamen? Schneller als ich? Ja. Okay, ja, dann ist weglaufen keine Option. Du kannst auf Athletik setzen. Also ihre Geschwindigkeit ist 12. Du kannst nicht auf Athletik setzen. 3. Oh. Ja, ich brauche die Aktion, um mich zu. Ich gehe 3 Schritte nach hinten und drehe mich um in einer Aktionposition. Mhm, gut. Ja, so 2 Schritte. Ja, Hippolyta wird tatsächlich, weil sie damit gerechnet hat, von ihrer knienden Position sich einmal umdrehen, Aktionposition, blickt sie an. Richtet ihre 2 Finger auf den Mann wieder, der gerade dem du ausgewichen bist und haut innerhalb von einer Aktion eine Ignisfero raus. Einen Ignifaxius, gezielter enger Strahl auf den Mann wieder und würfelt einfach mal. Das ist eine anspruchsvolle Probe, wenn du die noch eine Aktion verkürzen willst. 19. Oh, wo ist der Stein des Anstoßes? Auf eine Aktion verkürzen, das ist eine. Wird sie wahrscheinlich trotzdem geschafft haben. Mit 19 nicht. Da ist, glaube ich, irgendeine dumme Eigenschaft drin. Was wie Consti oder so. Mit 19 wird sie das nicht geschafft haben. Oder? Der geht auf KL, FF, KO. Also, wenn du sagst, sie ist eine meisterliche Zauberin, dann hat sie den Sinn. Sorry, Hippolyta von Garrett, meisterliche Zauberin. Sie ist wirklich meisterlich für ihr Alter. Aber es ist, ja, Fingerfertigkeit. Also, du kannst sehen, der magische Flammstrahl bricht aus ihren Fingern. Und du hast das schon das ein oder andere Mal gesehen, dass dieser Flammstrahl verheerende Wirkung hat. Und dann passiert etwas, was Magier vielleicht sogar noch mehr in Angst und Entsetzen fliehen ließe. Denn bevor der Flammenstrahl den Kelevatan trifft, siehst du, wie er kurz grauen Nebel sich auflöst und dann dort wieder materialisiert. Der Flammenstrahl brennt an ihm vorbei in den Stroh und fängt an zu brennen. Also ausweichen in den Limbus. Den Limbus, genau. Das ist eine Fähigkeit von vielen. Herzlich willkommen bei den Kelevatan, bei den Mannwittern. Ist das ein Daimonit erster Generation oder was? Kostet das eine Aktion? Das kostet eine Aktion, ja. Warte, wer hat doch diese Runde gar keine Aktion mehr? Nur wenn er 2 Aktionen hat. Warte, ein Sturmangriff kostet alle. Ja, Sturmangriff kostet 2 Aktionen. Sturmangriff kostet alle Aktionen. Steht da nicht, verbraucht auch die Abwehraktion? Ja, weil das Regelwerk davon ausgeht, dass du nur 2 Aktionen hast. Genau. Wir machen weiter. Nächste Kampfrunde. Und dann fange ich mit der 20 auf dem Mann wieder an, der eben an dir vorbeigelaufen ist. Du kannst vorziehen. Der Mann wieder dreht sich um und würde ganz gerne einen weiteren Sturmangriff ansagen. Wie viele Meter bist du entfernt? Ja. 3 Meter geht nicht.
Er macht eine Aktion Position. Ja, genau. Er macht eine Aktion Position und würde dich mit seinen Klauenhänden anspringen wollen. Ja, dann ziehe ich vor. Mhm. Er kann aber gerne mich herankommen. Schnell ziehe beide Balestrinas. Und lege einfach beide auf den Mann wieder hier an. Der direkt vor dir steht? Der direkt vor mir steht. Ja, der gerade auf mich zukommt, also wahrscheinlich wird er hier sein. Trotzdem nächste Distanz. Und sage zwei Ansagen an. Du kannst nicht ansagen, wenn du... Nein, du kannst nicht ansagen, wenn du dir nicht mehr Aktion dafür nimmst. Richtig, wenn ich nicht den Waffenmeister hätte, dass ich gezielte Schüsse ohne eine zusätzliche Aktion machen kann. Gut. Insofern kann ich also innerhalb einer Aktion eine Ansage machen, solange sie nicht Schadenserhöhung ist. Mhm. Eine Trefferzone ist, was ich gerade mache. Du riechst seinen Morschuss, der von ihm ausgeht. Es riecht so ein bisschen pervers verführerisch. Ich gebe dir mal zwei Angriffe. Wird beides problemlos geschafft sein. Das du kannst aber erst nur einmal schießen, bevor er an die Hand dran ist. Beziehungsweise, er dreht sich mal um und ist dann bei dir, ja. Ich kann mit meinem Waffenmeister innerhalb von einer Aktion zwei Schüsse abfallen lassen. Ah, okay. Gut. Junge. Dann mach deinen Schaden. Okay, der ist auf nächste Distanz an. Das heißt, ich kriege nochmal eine plus 2 drauf. Und die eine Balestrina ist besonders. Beide Balestrinas sind besonders. Die eine ist natürlich meine goldene Balestrina und die andere ist eine Bolzen-Variante. Brandbronze? Hätte das nicht deine Rechte meins? Da können wir drüber hinwegschauen. So. Ja, dann schauen wir mal den Schaden für die Balestrina mit Bronze als erstes. Mhm. Du merkst es klicken, die Zeit vergeht wie in Zeitlupe. Du siehst den Sand, wie er in der Sandtour entlang rinnt. Ein kurzes Gesicht von dem Jungen, was vor dir flackert, wie er dir die Pistole erklärt hat. Und dann brennt das Brandbronze durch, wird durch den Lauf der Balestrina gedrückt und direkt in den Kopf vom Kilowattan. Ja, er kriegt 12 Schaden ins rechte Auge und nochmal 12 Schaden ins linke Auge, aber die Wundschwelle ist beim zweiten um 2 Punkte reduziert. Die sind bei beiden um 2 Punkte reduziert, weil Augenschüsse ja so wie ein gezielter Stich zählen. Was sind die Sonderfertigkeiten von deiner Balestrina, also die Sonderregeln? Meine Sonderregeln sind, dass sie Brandbronze verschießt, hat unendlich Munition, solange ich nun mal bereit bin, Rachsucht auf mich zu nehmen. Und bei einer erwürfelten 1 bis 4, was nicht der Fall ist, zählt der Angriff als kritischer Treffer. Genau. Gut, dann hast du aufs Auge geschossen. Was tut ein Schuss aufs Auge? Ein Schuss aufs Auge verringert die Wundschwelle um 2 nicht zusätzlich zur Munition. Also das ist dann bei dem Bolzen-Variant irrelevant. Und sollte eine Wunde angestellt werden, zählt das wie ein gezielter Stich und fügt zusätzlich eine zweite Wunde hinzu. Ja, die Konstitution von den Kilowattanen ist bei 18 und sie sind selbstverständlich eisern. Das heißt, im Prinzip wäre ihre Wundschwelle bei 10 plus 1, weil du sie übersteigen musst, wäre sie bei 11, die erste Wunde, und das hast du geschafft. Damit das heißt, sie wird um 2 Punkte verringert. Das heißt, sie kriegen der kriegt für jeden Schuss 2 Wunden und damit ist er bei 4 Wunden am Kopf. Genau. Du siehst, wie links und rechts er getroffen wird. Das Brandbronze brennt sich in sein Gehirn rein. Beide Augen explodieren in einem Schwall Eiter, der dir entgegenschießt, und weißes Sekret. Und dann bricht er kopflos neben dir tot zusammen. Und dann kommt der Nächste. Ich muss gerade mal schauen. Ja, doch, er macht das. Er ist ein wilder Mann wieder. Er macht eine Aktion zurück neben den Strohballen und wird zunächst einen Sturmangriff auf dich ansagen. Einen weiteren, weil er das kann. 4. Ja, glücklicherweise krittet er nicht schon auf der 4, wie ich es getan hätte. Sind 2W6 plus 6 sind 15 TP. Ich versuche wieder einmal auszuweichen, was mir mit der 17 nicht gelungen ist, aber ich möchte keine TP fressen, deswegen gebe ich Glück aus. Glücklicherweise ist das nicht relevant, dass ich gerade einen Patzer gewürfelt habe, denn beim Glück kann ich immer den für mich besseren Wurf nehmen. Und das wäre die 17. Wie war das nochmal? Kann ich zusätzlich zum Glück meinen Schicksalspunkt einsetzen oder geht das nicht?
So wie ich was weiß, kannst du einen Wurf immer nur einmal wiederholen. Doch, okay. du kannst nicht zweimal Glück benutzen, aber du kannst erst Glück und dann einmal Schicksalspunkt benutzen. Du kannst aber auch keinen zweiten Chippy auf den Wurf benutzen. Das geht auch nicht. Okay, dann probier ich's mal mit Chip. Und mit der 9, sag mal, auf welcher Distanzklasse er mich angreift. Mit seinen Hörnern wahrscheinlich auf kurz, ne? Auf H? Auf H, ja. Das wäre eine Erschwernis von 4 und die könnte ich dann mit einem Ausweichenwert von 13 noch hinnehmen. Ja, dann. Damit bin ich ausgewicht. Dann brettert sein Kopf. Achso, warte mal, der ist Größe, Zustand, tot. Und der andere brettert dann gegen die Holzwand, die wohl irgendwie mit Nägeln gespickt ist. Irgendwie ein Hinterhalt von anderen Drogenbeauftragten oder so etwas, die hier im Sub stationiert sind. Und brettert da wohl gegen die Holzwand gegen von den Bewohnern hier. Das war deine Aktion. Dann wird Hippolyta selbst einen Sturmangriff ansetzen. Sie macht schnell ziehen ihr Schwert, zieht es und haut dann einen Sturmangriff in den Rücken vom Mann wieder. 17. Schafft sie. Sie ist Hippolyta von Gareth. Sie ist verwandt mit Rohaya. Und guck mal, sie selbst würde es hassen, dass du das jetzt gesagt hast. Das ist richtig. 3 plus 6 sind 9 plus 4 sind 13. Und dann nochmal halbe Gäste drauf. Ist irgendwie bei 8, dann 13, 4 sind 17. Das ist auf alle Fälle eine Wunde. 17 TP, wir ziehen trotzdem den Rüstungsschutz ab. Von 3 mit einem natürlichen Widerstand. Und dann zieht sie ihr Schwert aus dem... Ja, wahrscheinlich hat sie ihm in die Seite gestochen, irgendwie an den Rippen vorbeigeschrappt. Und... Nächste Kampfrunde. Okay. Ich nutze eine Aktion, um... mich zu orientieren. Warte, ich ziehe vor. Ich möchte ganz gerne Krallen hieben. Und zwar mache ich das zweimal, dreimal. Dreimal Krallenhieb. Alle treffen. Du kannst natürlich du kannst den ersten kannst du nicht vorziehen. Weil er einen Initiative-Punkt mehr hat als du. Ich kann mit meinem, vorziehen kann ich nicht, aber ich kann parieren und dafür werde ich meine Ballestrinas in einer freien Aktion fallen lassen auf den Boden und versuchen im Raufen zu gehen. Zumindest ein davon, denn den zweiten kann ich nicht gehen. Und das wäre gelungen. Du darfst mir dennoch Schaden machen. Ich habe die Sonderfertigkeit Eisenarm. Dementsprechend kann ein beinahe gelungene Parade 9 gegen TP. Bewaffnete Gegner, die ja wahrscheinlich zählt, 9 TP. Das er ist quasi auch nicht bewaffnet. Er hat Krallenhände. Ja, aber verursacht ja TP, also zählt das als bewaffnet. Aber das ist sowieso irrelevant, denn 9 darf ich einmal halbieren wegen gelungener Parade und dann nochmal vierteln wegen Eisenbahn. 9 sind 10, sind 2,5 sind 2. Sind 2, weil 9 werden ja geviertelt und nicht 10 werden geviertelt. Ja, irrelevant, denn meine Armschienen greifen das auf. Mhm, na gut. Aber die anderen beiden Attacken darfst du mir durchgeben. Ja, sind auch nochmal 2W6. Sind einmal 6 plus 6 und 4 plus 6. Sind 12 und 10. 12 und 10. Ja, ich würfel mal 2 Trefferzonen. Und während er mit seinen Krallen nach dir hiebt, du merkst, wie gesagt, wie dieser moschusartige Geruch oder Gestank von ihm abtropft, abperlt. Siehst du, wie seine ziegenartigen Augen dich anstarren und dich, hypnotisieren, würdest du fast meinen. Okay. Hast du eingetragen? Gut, dann. Hippolyta wird 2 Schläge in den Rücken machen. Das kann ich schon mal auswürfeln. In den Rücken ist eine minus 5. Ich habe keinen Wuchtschlag angesagt, das sollte ich das nächste Mal vielleicht tun. Einmal trifft sie, das zweite Mal trifft sie aber auch, weil sie in den Rücken eine Erleichterung gibt. Sind... 3 plus 6 und 4 plus 6. 6. 5. Und. 6 und 7. 9 und 10, oder? Plus 6 war es, ja. Ja, genau, aber mit der Rüstung, der natürlichen Rüstung von dem Mann wieder. Dann ist Hippolyta fertig, dann ist der Mann wieder fertig, du bist noch dran.
Ich habe bereits angesagt, dass ich mich in einer Aktion orientiere und das wir auch machen. Das heißt, ich steige auf der 24. Mhm. Dann bist du und damit bin ich durch. Erstes. Gut, das war's. Was? Gut, nächste Kampfrunde. Ich schau gerade mal, was macht er? Er möchte dich mit seinen Hufen, die er mittlerweile geformt hat, möchte er dich treten. Er macht 3 Angriffe. 3 Angriffe? Mhm. Also will er nicht parieren. Ja, dann schnell ziehe ich 2 Dolche hoch. Alter, was ist das für ein Wurf? Wie viele Waffen hast du bitte schön in der Tasche? Was ist das für ein Wurf? Also ich habe noch 2 Achwawe auf dem Schiff. Und die Arbalette im Hintern, oder was? Davon wollen wir schweigen. Also, du kannst die drei Angriffe von ihm treffen alle nicht. Treffen alle nicht. Hm. Ja, dann wandle ich offensiv um und werde ihn 2-mal angreifen. Ich guck gerade mal. Stolpert so ein bisschen hin und her auf seinen Füßen. Hypolita handle ich auch schon mal ab. 2 Kämpfe in den 2-mal in den Rücken schlagen. Ich habe schon wieder keine Wucht angesagt. Ihr müsst mich daran erinnern. Aber sie würfelt 2 Sechsen, das ist gut. Da es zu unserem Vorteil ist, kann ich jetzt nicht mal was Fieses sagen. Hm. Du kriegst die Drogen von Diamantas, wenn er das überlebt. Würfeln wir mal die 20 neu. Da kann es doch nicht sein, das ist peinlich. Ich habe noch einmal Glück. Ich habe eben 2-mal zu Glück ausgewürfelt. Vielleicht wird mich das beißen, weil ich das eher noch brauche, aber versuchen wir das mal schnell zu Ende zu bringen. Der erste Angriff mit einer Ansage von 6 zur Schadenserhöhung klappt nicht, weil ich 2-mal hintereinander 20 gewürfelt habe, wie du es eben getan hast. Mhm. Und dann der zweite umgewandelte Angriff. Da muss ich dann mit einer zusätzlichen 6er Schwernis machen. Da werde ich dann keine Ansage mit reinmachen, aber die werde ich dennoch angreifen. Wäre gelungen, das sind 13 Schaden in den Bauch. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Meine Magieresistenz ist ziemlich gering, auf 4. Packst du dir jetzt eine Wehrwiderigkeit ein? Super AIDS. Was machst du? 13 Schaden. Ja, 13 Schaden in den Bauch. Er blökt ein bisschen. Das ist keine Wunde, weil wir 3 abziehen und dann sind es 10 SP und das ist halt keine Wunde. Und dann bist du fertig, oder? Dann bin ich fertig. Du siehst, wie seine Augen mittlerweile eine andere Farbe annehmen und grün werden. Du merkst, wie irgendetwas gegen deine geistige Stabilität stößt. Du hast eine Aktion Zeit. Wir bringen ihn um, oder? Ich probiere es. Hypolita versucht wieder mit Schlägen in den Rücken. Sag die Ansage, mach die Ansage. Ich hab schon gewürfelt. God damn it, Frosty. Hypolita hat noch nicht so oft gekämpft. Aber scheinbar hat sie ja irgendwie einen 20er Talentwert. Ja, hat sie wohl. Also, zwei Dinge passen hier nicht zusammen. Ja, ich sage eine Ansage von 10 an. Außerdem bringt Nahima im Jahr 18 nicht geschafft. Damit habe ich die eine Aktion, die ich Zeit habe. Ja, man ballert ihn. Hast du nicht noch einen Chip? Nee, den habe ich eben eingesetzt. Du hast das Glück eingesetzt. Wann Baller? Ach so, du hast das Glück ja reingemacht. Mein Schiff. Wie hoch ist deine MR4, ne? 4. Dann kann mir mal bitte jemand sagen, was ein Banballadin mit 7 Punkten sind? Weniger als du vermutlich denkst. Ja, ich weiß. Ich glaube, du bist ein Freund. Das Opfer sieht in dem Zaubernden einen engen Vertrauten oder sehr guten Freund, liest ihm jeden Wunsch in den Augen ab und antwortet auf fast alle Fragen wahrheitsgemäß. Du kennst diesen Mann wieder. Du kennst, ihr seid bei den anonymen Wehrwesen. Du hast ihn eben nicht ganz gesehen, weil sein Gesicht im Schatten war, aber du bist der Meinung, es ist ein guter Freund von dir aus dem Kornkrieg. Kann das sein? Er hier? Du musst es auf alle Fälle herausfinden, bevor du ihn tötest. Du kannst ihn jetzt nicht einfach niederstrecken mit deinem Brandbronze und mit deinen vergifteten Dolchen und Blackerats an deiner Seite. Du musst herausfinden, was er von dir will. Er will dir die Wahrheit zeigen. Und dann kannst du ein weiteres Blöken hören und die Schläge von Hypolita strecken deinen guten Freund nieder.
Der Zauber fällt langsam ab und du bist verwirrt. Warum hat sie deinen Freund umgebracht? Was? Nein! Das, er hat das nicht verdient! Wie? Was ist mit dir los? Konntest du nur? Du hast doch den anderen eben das Gehirn weggeschossen. Er hat mich wahrscheinlich einfach nur nicht erkannt, aber ich konnte ihn erkennen. Ich kannte diesen dieses Mann. Ach komm schon, echt jetzt? Er hat dich verzaubert? Guck doch nicht in seine Augen. Was? Verzaubert? Nein! Oh. Wir haben zusammen gedient. Guck mir mal kurz in die Augen. Ja, ich knie mich auf den leblosen oder röchelnden Leichnam des Mannwidders ab und lege ihm meine Hände auf die Brust. Steh auf! Steh auf! Das war doch alles so ein Missverständnis. Oh, wenn ich das den anderen erzähle. Wenn ich das Rafim erzähle. Ja, suhl dich noch ein bisschen. Am besten reibst du ein bisschen seine Haare an dir rum, weil er stinkt halt so ekelhaft. Hey, Diamante, sagt deine Stimme in deinem Kopf. Sie kann es den anderen nur erzählen, wenn sie auch zurückkommt. Diamantes fährt dem Mann wieder durch die Haare, durch das Fell, dieses eklig ölige Fell. Und langsam fällt der Zauber ab, sagst du, ne? Du hörst wohl, wie sie vor dir auf Bosparano, dann siehst du, wie du kniest vor dieser ekelhaften, stinkenden Kreatur, Staub und Blut, was in seinem Fell klebt und irgendwie Reste von, es ist ekelhaft, es ist weiß und krustig. Für die Zuhörer an den Geräten zu Hause, er meint natürlich den Psychostabilis. Danke, den Psychostabilis. Oder den Beherrschung bannen, wie auch immer. So. Was wollte ich nicht? Was? Scheiße. Meine verdammten Augen. Was waren das für Wesen? Steh auf und wische mir mal diesen ekelhaften Öl am Bein ab.